Erst einmal herzlich willkommen zur Montagsdemo mal wieder in Halle. Ja, warum stehen wir hier? Die Frage wird sich wahrscheinlich jeden Montag hier stellen. Das hat sich ja auch nicht unbedingt rumgesprochen, was hier läuft. Das habe ich heute erst wieder in der Straßenbahn erlebt. Da war wohl auch wieder irgendetwas auf dem Marktplatz los und dann sagte irgendjemand, das ist bestimmt wieder so eine Art Montagsdemo-Scheiß. Nein, das war es nicht. Die richtige Montagsdemo findet hier statt, montags, 18 Uhr, manchmal mit Verspätung. Wir sind eben auch nur Menschen, funktionieren nicht wie ein Uhrwerk, aber eben dafür mit ganzem Herzen. Und genau darum geht es uns. Es geht darum, unsere Mitmenschen ins Bewusstsein zu holen. Und zwar ins Bewusstsein über ihre eigenen Umstände und über die Umstände, die weltweit vorherrschen. Denn dieser negative Entwicklungsprozess, unter dem wir alle mehr oder weniger stark zu leiden haben, ist offenbar so langsam vonstatten gegangen, dass es keiner mitbekommen hat, in was für Zeiten wir schon wieder leben. Jeder, der wie ich jetzt am Wochenende zum Beispiel mal am Flughafen ist, sieht häufiger Polizisten mit militärischen Gewehren rumlaufen. Man erlebt, dass man wegen Kleinigkeiten gleich mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat. Das heißt, wir haben hier mehr und mehr wieder diktatorische Verhältnisse. Wenn man ungewollte oder ungeliebte Inhalte im Internet verbreitet oder teilt, und dabei muss ich nicht mal von Hetzreden sprechen oder von irgendwelchen wirklich offensichtlich kriminellen Äußerungen, nein, einfach nur Dinge, die diesem System missfallen, dann ist das Sperren auf dieser Seite noch das Geringste, was man zu erwarten hat. Ein Freund von mir ist es passiert, dass er morgens Besuch von der Polizei bekommen hat und dass alle Geräte beschlagnahmt wurden und dass er jetzt angeklagt ist wegen Volksverhetzung. Warum? Weil er eine Merkel-Karikatur gepostet hat, inklusive, also eine Merkel-Karikatur als Hitler, inklusive mit Swastika-Armbinde. Und was musste ich aber in Athen jetzt in meinem Urlaub erleben, nur 200 Meter vom griechischen Parlament entfernt, am Numismatischen Museum von Athen? Der gesamte Zaun war gepflastert mit Swastikas. Da ist es völlig egal. Es geht also hier gar nicht um Symbole. Es geht hier auch gar nicht um irgendwelche Inhalte, die geteilt werden, sondern es geht nur darum, Menschen, die ihre Meinung offen sagen, die sich kritisch diesem System gegenüber äußern, mundtot zu machen. Das fängt erst einmal damit an, dass man ihnen Angst macht und geht dann darüber weiter, dass man sie dann tatsächlich auch verhaftet und aus dem Verkehr zieht. Mir selbst ist das passiert in Dresden. Außerhalb einer Schutzzone habe ich es gewagt, mit einem Megafon das Taschenberg-Palais zu beschallen, in dem etliche Verbrecher, Gangster der Bilderberger Gruppe, das heißt die Größen aus Telekommunikationsunternehmen, Banken, Politik und Militär, die dort getagt haben, um die Agenda für das nächste Jahr völlig undemokratisch über unsere Köpfe hinweg zu entscheiden. Und da habe ich die Stimme erhoben. Es hat ganze 3 Minuten gedauert, die man uns in Frieden gelassen hat dort, bevor sie mich weggeholt haben. Völlig ohne Grund. Trotzdem, dass wir laut Artikel 18 im Grundgesetz das Recht haben auf freie Meinungsäußerung und auch Versammlungsfreiheit haben. Aber das spielt alles keine Rolle, wenn das System sich angegriffen fühlt. Und jetzt könnte man Demos machen wegen allerlei Kleinigkeiten, wo das System hier symptomhaft die Menschenrechte oder auch überhaupt die gesetzlich zugesicherten Rechte eines in einem jeden Land mit Füßen treten. Aber das kann einfach nicht der Weg sein. Man könnte jetzt auch Demonstrationen machen gegen die Flut von Einwanderern, die aus miesen Verhältnissen hier ins vermeintliche Paradies flüchten. Aber wem würde das nutzen? Das wäre alles nur ein Schlag aufs Wasser. Es wäre aber sinnvoller, sich gegen die Ursachen und Verursacher zu wenden und da das Licht der Öffentlichkeit drauf zu richten. Und genau das machen wir. Wir richten das Licht der Öffentlichkeit auf die vielen Schweinereien und natürlich verweisen wir darauf, wer die Verursacher und was die Ursachen sind. Und tatsächlich nehmen wir uns da auch nicht raus. Weil indem wir es so lange haben zugelassen, sind wir alle auch ein Teil mitschuldig. Und deswegen kann ein Wandel und eine Veränderung nur von uns selbst ausgehen.
Von keinem anderen können wir das erwarten. Wir können dies nicht von den Politikern erwarten, die für ihren Job alles tun. Die Huren dieses Systems, von denen können wir nichts erwarten. Und deswegen braucht es den Aufstand der Rechtschaffenen. Und der darf nicht blutig vonstatten gehen. Und deswegen richtet sich mein Aufruf jeden Montag in allererster Linie an die bewaffneten Truppen in unserem Land, nämlich die Polizei und das Militär, dass sie ihre Pflicht, das Gesetz durchzusetzen und für Recht und Ordnung zu sorgen, endlich in die Hand nehmen. Und wenn ihre Vorgesetzten von ihnen verlangen, dass sie das Recht brechen, dass sie dann ihr Recht auf das ihr Remonstrationsrecht in Gebrauch nehmen. Nur so kann man diesen kriminellen Weg, auf dem wir uns befinden, diesen mafiösen Weg verlassen. Denn wenn wir Bürger das tun, kann es nur in einem Blutbad enden. Und das darf nicht so weit kommen. Denn das hat in der Geschichte noch nie zu etwas Gutem geführt. Es hat uns stets nur vom Schlechten zum Schlimmeren geführt. Ein restriktives System hat das andere abgelöst. Die Methoden wurden nur feiner und unsichtbarer für den einzelnen Bürger. Aber es liegt nicht nur das im Argen. Es liegen so viele Dinge im Argen. Aber ich möchte das jetzt hier nicht alles ausführen. Ich möchte Sie aber herzlich dazu einladen, jetzt mit uns mitzukommen auf den Marktplatz, wo unsere Hauptveranstaltung stattfinden wird. Vorweg müssen wir natürlich, um dem Gesetz Genüge zu tun, die Hausregeln noch verlesen bzw. abspielen lassen, weil es jetzt jede Woche auch immer das Gleiche war und es auch wirklich langweilig ist. Spielen wir das vom Band ab. Es soll wohl genügen. Vielen Dank erstmal bis dahin und wir sehen uns dann gleich auf dem Marktplatz, wenn Sie möchten. Eben aus allen Bereichen der Bevölkerung. Das heißt, wir dienen keinem Herrn, wir haben keine versteckte Agenda, so wie das allgemein üblich ist in der Politik und in der Wirtschaft, nämlich dass hier Demokratie mit Füßen getreten wird, dass des Volkes Wille überhaupt nicht mehr zählt, sondern dass hier einfach stur eine Agenda durchgezogen wird, die nicht dem Volke dient, nicht dem Menschen dient, nicht diesem Planeten oder Gott bewahre der Natur. Nein, im Gegenteil. Hier wird alles aufs Spiel gesetzt, inklusive den Frieden der Völker. Und wir sind wieder einmal vor der Situation, einen weltweiten Krieg erleiden zu müssen. Es ist wieder einmal 5:05, die Säbel werden gerasselt, Truppenaufmarsch von 30.000 Mann vor der russischen Grenze, ein Manöver der NATO. Circa die Hälfte dieser Soldaten waren US-Amerikaner. Solche Sachen finden momentan statt. Und wer von Ihnen aufmerksam über die Autobahn fährt, sieht wahrscheinlich, zumindest ist es mir jedes Mal in letzter Zeit passiert, wenn ich auf der Autobahn war, Militärkonvois. Jetzt war ich 5 Tage auf Kreta, beziehungsweise in Griechenland und auf Santorini auch. Und dort war auch ein Militärschiff. Und ich dachte, das ist die Küstenwache der Griechen. Bis ich dann näher rankam und sah, dass es ein amerikanisches Kriegsschiff ist. Was in Gottes Namen haben die in Griechenland zu suchen? Wenn man weiß, dass vor der griechischen Küste Erdöl zu finden ist, dann wird einem einiges klar. Abgesehen von den Militärjets, die ständig den Himmel durchkreuzten. Solche Sachen fallen einem auf, wenn man bewusst durchs Leben zieht. Und wenn man sich Gedanken darüber macht, über Ursache und Wirkung. Ansonsten, wenn man ganz unbewusst wie ein Tier durch den Tag läuft und alles geschehen lässt um sich herum und alles ignoriert, völlig stumpf, dann fällt einem so etwas vielleicht nicht auf. Dann gehört man wahrscheinlich zu jenen, die dann vom Krieg überrascht werden. Und das war bisher immer die Mehrheit der Bevölkerung. Warum? Weil sie schlecht informiert werden. Sie werden auch heute noch schlecht informiert von den Medien. Aber die Medienhoheit ist gebrochen worden durch das Internet. Und darum habe ich große Hoffnung, dass nicht nur unsere Aktion hier in Halle, ich will uns hier nicht zu wichtig nehmen, aber dass die vielen Aktionen, die im Internet, auf der Straße, in Vereinen und in Gruppen, die sich bilden, dass diese Aktionen letztlich dazu führen, dass die Bevölkerung diesmal nicht einfach willfährig mitmacht. Aber es ist eben, wie ich schon sagte, 5:05.
Uns läuft langsam die Zeit davon. Wir müssen uns jetzt erheben, wir müssen jetzt dagegen aktiv werden. Andernfalls werden wir die gesamten Konsequenzen zu tragen haben. Und dann hat keiner mit uns Gnade. Ein Krieg, der heute geführt wird, wird so grausam sein wie kein Krieg zuvor. Warum? Weil jeder Krieg immer schlimmer war als der zuvor. Und wenn der Zweite Weltkrieg schon so grausam war und so unvorstellbar, dann warten Sie mal ab, was der Dritte wird. Wollen wir das erdulden? Wollen wir das ertragen? Oder wollen wir endlich auf die Bremse steigen? Wollen wir endlich diesen Karren anhalten, der Richtung Abgrund fährt? Und uns dagegen erheben, was hier einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden wird? Denn eines muss uns klar sein, dass die Volksverräter, die sich Volksvertreter nennen, nicht zum Wohle des Volkes handeln und entscheiden und agieren, sondern nur, um ihren eigenen Posten zu wahren und damit Entscheidungen durchziehen, die eben denen, die das Geld und damit die Macht haben, dienen. Und das sind ja nun mal nicht Sie. Was wir hier weltweit erleben, ist Chaos. Man erlebt, dass überall ja Unfrieden geschürt wird, Feindbilder erzeugt werden, dass Nation gegen Nation aufgebracht wird. Man kann es durchaus als Vorbereitung eines Dritten Weltkrieges erkennen, da muss man sich nicht mal historisch auskennen. Das kann jeder vernünftige, aber eben leider eben denkende Mensch, das kann man ihm leider nicht abnehmen, jeder denkende Mensch erkennen. Aber wo bleibt da die Reaktion im Volk? Warum stehen wir nicht alle geschlossen endlich auf und wehren uns dagegen, machen unser Unmut kund? Ja, wahrscheinlich, weil wir nicht die Möglichkeiten haben, wirklich etwas zu verändern. Das müssen wir wahrscheinlich auch anerkennen, dass wir als Volk ja sowieso bis jetzt nicht gehört wurden und dass man uns auch dann nicht hören wird. Denn Millionen werden wir nicht auf die Straße bringen. Zumindest nicht in der Zeit, die uns noch bleibt. Darum geht jetzt mein Aufruf nicht mehr nur an die Bevölkerung, sondern in allererster Linie denen, die die Verantwortung in den einzelnen Ländern haben, und ich rede jetzt mal nur von Deutschland, denen, die die Verantwortung hier in Deutschland haben, für Recht und Ordnung zu sorgen. Mein Aufruf geht an jene, die noch Waffen tragen dürfen, um Recht und Ordnung durchzusetzen. Mein Aufruf geht an jene, die Verhaftungen vornehmen können, gegen jene, die sich gegen das Volk stellen. Mein Aufruf geht an die Polizei und an das Militär. Und zwar so weit, dass sie sich jetzt entscheiden müssen. Sie müssen sich entscheiden, ob sie den Weg der Rechtschaffenheit gehen oder den Weg der Feiglinge. Einen Mittelweg gibt es von nun an nicht mehr. Es sei jeder Polizist dazu aufgefordert, jeden Kollaborateur, jedes Fähnchen im Wind zu notieren mit Name und Dienstnummer, um sie später, wenn das System kippt, vor Gericht ziehen zu können, dass sich keiner, aber auch keiner mehr herausnehmen kann und sagen kann, ich habe nur Befehle befolgt. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zum Dienstrang oder zur Position. Keinen. Entweder bin ich rechtschaffen oder ich bin Kollaborator in diesem verbrecherischen System. Und genau so müssen wir uns auch, wir in der Bevölkerung, positionieren. Entweder bin ich rechtschaffen und schaue, dass in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld, in meiner Familie das Recht auch eingehalten wird. Und ich rede hier nicht nur von Gesetzen, sondern ich rede hier von dem Recht der Vernunft, von den Gesetzen der Vernunft. Und die stehen eben auch in den Menschenrechten, von den Vereinten Nationen in so kleinen blauen Heftchen rausgegeben wird. Da stehen die drin. Es hält sich nur keiner dran, weil wir uns alle nicht dran halten, mehr oder weniger. Diese lasche Haltung muss ein Ende finden, bei jedem Einzelnen von uns. Aber die größte Wirkung hat sie beim Militär und bei der Polizei. Denn wenn sie sich verweigern, dann hat das System keine Macht mehr. Dieses System hat Macht durch Sie, liebe Polizistin, lieber Polizist, die Sie willfährig mitmachen, die Sie mit Tränengas und mit Gewalt gegen das eigene Volk
gehen, welches sich erdreistet, seine Meinung kundzutun gegen dieses verbrecherische System. Da fängt es an. Und es hört auf bei jedem Knöllchenkleber, der einfach nur für die Stadtkasse Geld eintreibt, ob dieser Falschparker wirklich jemanden behindert oder nicht, völlig dahingestellt. Es ist Zeit, dass wir vernünftig werden und eben jene Regeln, die nur gesetzt werden, um Geld zu generieren, dass sie ignoriert werden, dass wieder Menschlichkeit einkehrt in uns. Und Menschlichkeit gehört, zur Menschlichkeit gehört auch Vernunft dazu. Es gehört Vernunft dazu, dass man eben, wie gesagt, solche Regeln, die nur Schikane sind, einfach ignoriert. Und dann kann das System auch nicht mehr gegen das eigene Volk vorgehen. Dann kann das System auch nichts mehr durchbringen, einfach so, ohne dass irgendjemand aufmuckt. Denn ja, klar, die Bevölkerung ist eben schlecht informiert. Die Bevölkerung ist aber nicht nur schlecht informiert, sondern auch desinteressiert. Wenn es im Augenblick nicht um Fußball geht, interessiert es keinen. Aber das kann doch nicht sein. Wenn wir uns jetzt wirklich in einer Situation befinden, wo wir wieder einmal vor einem Krieg stehen, dass hier einfach das Treiben weitergeht, als wenn nichts wäre. Dass hier dieses Land ausgehebelt wird, dass die Kultur dieses Landes mit Füßen getreten wird und keinen Scherz. Dass hier die Nationalflagge angezündet wird, hier also Volksverhetzung betrieben wird und keinen interessiert. Und dann teilt jemand im Internet eine Merkel-Karikatur, also Merkel als Hitler mit einem Swastika-Armband, und da wird eine Razzia durchgeführt, weil er eine Karikatur, weil er Satire betreibt auf ein faschistoides System, in dem wir schon längst stecken. Und Frau Merkel als oberste Redelsführerin dieses Systems. Und wenn man das angreift und dafür schon eine Razzia und eine Anzeige wegen Volksverhetzung hinnehmen muss, warum dann nicht bei denen, die die Nationalflagge dieses Landes anzünden, die anderen Leuten eben eine Mütze oder ein Schmuckstück mit den Farben Schwarz-Rot-Gold abreißen kann, rauben kann, gewalttätig. Und er kommt straffrei davon. Es gibt keine Anzeige, es wird nichts dagegen gemacht. Das ist für mich kein Rechtsstaat. Das ist für mich nicht Demokratie. Das ist für mich überhaupt keine Gerechtigkeit. Das ist einseitig. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, wohin das führt. Es führt nämlich dazu, dass Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich nicht mehr um die Belange dieses Landes scheren. Nein, dass Sie auch gar nicht mehr fragen, was ist denn eigentlich noch erlaubt und was nicht. Sie tun einfach am liebsten gar nichts, damit Sie nicht mehr im Gesetz in Konflikt geraten. Ja, wo kommen wir denn dahin? Was ist denn aus diesem Land geworden? Wo, wenn man seine Meinung frei äußert, man verhaftet wird? Das ist hier noch nicht der Fall. Aber haben wir auch schon erlebt. Ich kann meine Meinung noch frei äußern, aber wer weiß, wie lange noch. Und warum tun wir das? Wir tun das, um eben ein Bewusstsein bei unseren Mitmenschen zu schaffen, was hier in diesem Lande, was in der gesamten EU schon wieder los ist. Wer glaubt, dass dieser Zusammenbruch, dieser inszenierte Zusammenbruch, dass das alles echt ist, der lässt sich nur allzu arg an der Nase herumführen. All das ist nur Schauspiel. Auch diese ganzen Grabenkämpfe, die stattfinden momentan, dass sich Erdogan, Obama und Putin, und dass sie sich die ganze Welt überwirft miteinander, ist alles nur Schauspiel. Es dient letztlich alles den gleichen Herren. Das muss uns bewusst werden. Es geht hier nicht um politische Agendas einzelner Länder, sondern es ist schon längst eine internationale, globale Agenda, und zwar der Finanzhoheit auf diesem Planeten. Denn letztlich dient ein jeder Krieg immer den gleichen Herren. Und wenn der kleine Anleger über die Klinge springt und alles verliert, gibt es immer die gleichen Gewinner. In jeder Krise gibt es immer die gleichen Gewinner, aber auch immer die gleichen Verlierer, und das sind Sie. Und warum kann das so einfach stattfinden? Weil es Sie nicht interessiert, weil Sie einfach vorbeilaufen, weil Sie sich im Internet nicht schlau machen, weil Sie glauben, dass Sie Ihr einfaches Leben, wenn Sie nirgendwo anecken, auch schön weiterführen können. Noch können Sie das. Also die Ruhe gebe ich Ihnen. Die 5 Minuten haben Sie noch. Aber irgendwann ist das vorbei.
Und wie nah der Krieg schon ist, das kann man mittlerweile sogar schon in der Tagesschau erahnen, selbst wenn es noch nicht wirklich gesagt wird. Es wird Zeit, dass sie sich schlau machen. Und es wird vor allen Dingen Zeit, dass die bewaffneten Kräfte in diesem Land sich untereinander verbinden, sich vernetzen und jeden rigoros auf eine Liste setzen, der mitspielt, der seine Karriere zuliebe bei diesem dreckigen Schauspiel mitmacht. Feigheit ist keine Option mehr. Keine. Es gibt keinen Mittelweg mehr. Entweder bin ich für dieses System oder ich bin gegen dieses System. Entweder bin ich für das Volk oder ich bin gegen das Volk. Einfach so durchmogeln und abwarten, was passiert. Hat nach dem Dritten Reich vielleicht funktioniert für die Kleinen. Das hat nach der DDR funktioniert für die Kleinen. Aber das wird nicht wieder passieren. Jetzt wird es Zeit, dass eben jeder Polizist hier in die Pflicht genommen wird. Jeder Militär, jedes Militärmitglied in die Pflicht genommen wird, Stellung zu beziehen. Und darum fordere ich dazu auf, dass Programme in Gang gesetzt werden, die genau das bewirken. Nämlich, wie kann man die Angst, seinen Posten, seinen Job zu verlieren, am besten bekämpfen? Mit einer noch viel größeren Angst. Nämlich sein Leben bzw. seine Freiheit am Ende zu verlieren. Und zwar garantiert. Denn wenn man weiß, dass man auf dieser Liste steht, dann wird man alles tun, dass man da wieder runterkommt. Dass man sich als rechtschaffen erweist. Deswegen, niemand würde freiwillig aus dem dritten Stock springen. Aber wenn hinter ihnen die Flammen lodern, dann springen sie doch. Und deswegen, wie gesagt, muss mit dieser Angst jetzt gespielt werden. Jeder, der nicht auf dieser Liste landen möchte, muss sich gegen dieses System stellen, muss sich auf die Seite des Volkes zumindest stellen. Dass wenn das Signal kommt und dieses System zum Kippen gebracht wird, dass dann die Mehrheit der Polizei und die Mehrheit des Militärs auf der richtigen Seite ist, nämlich hinterm Volk, und sich schützend vor das Volk stellen. Vielen Dank soweit. Ich freue mich jetzt, in Frank zu hören. Und dann haben wir auch noch Besucher aus Berlin. Er hat auch noch eine Rede vorbereitet. Aber zunächst erstmal Frank, bitte. Ja, hallo. Also wir sind wieder hier, wie jede Woche. Und wir sind keine Altlinken und keine Neurechten, sondern normale Menschen aus der Mitte der Bevölkerung, die sich Sorgen machen. Und wir müssen leider nach über 2 Jahren immer noch hier stehen. Das ist ärgerlich und das ist traurig. Und welche Gründe sind es? Es kommen immer wieder neue Gründe hinzu. Donatus hat es eben schon angedeutet, Militärmanöver im Osten Europas. Da gibt es dieses sogenannte Anaconda-Manöver, an dem 30.000 Soldaten, also mehr als das, teilnehmen. Und die Hälfte davon, etwa 14.000, sind nur aus den USA. Was suchen USA-Soldaten im Osten Europas an der russischen Grenze? Diese Frage, die muss ich mir doch stellen. Und die ist doch Grund genug, mir Sorgen zu machen und immer wieder hinzuschauen. Was passiert da? Und dann denke ich über diesen Namen nach, Anaconda. Wer sich auskennt, weiß, das ist eine Schlange, die im Würgegriff das Opfer tötet und erwürgt. Und dann guckt bitte auf eine Landkarte und schaut euch an, wie die NATO-Basen um Europa drumherum, wie ein Zangengriff, wie eine Würgeschlange drumherum schon verteilt sind. Und wer hier der Aggressor ist, die Frage muss man sich stellen. Und es gab einen Film, der ist bestimmt schon, weiß ich nicht, 10 Jahre alt, von Peter Scholl-Latour, dieser gute Auslandskorrespondent, ein guter Mann, der ist leider schon verstorben. Der hat einen Film genannt, Russland im Zangengriff. Und da hat er all diese Dinge damals schon vorhergesagt. Das ist Geopolitik, das ist Geostrategie, das ist nichts, was durch Zufall entsteht. Das ist nicht, dass dort die NATO steht, um uns zu verteidigen. Denn man muss dazu eines wissen, es gibt einen NATO-Bündnisfall. Das heißt, ein Land, das angegriffen wird, muss dann von den anderen verteidigt werden.
Nun sind aber Länder in der NATO, wie zum Beispiel die Türkei, die sehr aggressiv sind, die eine aggressive Außenpolitik machen und zum Beispiel in Syrien bombardieren, teilweise auch im Irak bombardieren. Diese Länder, die eine so provokante Außenpolitik machen, denen kann es natürlich immer passieren, dass auch mal ein Schlag von der anderen Seite zurückkommt. Und dann tritt ja eigentlich ein Bündnisfall ein und wir müssten alle mithelfen. Auch Deutschland hat schon Patriot-Raketen an der türkischen Grenze stationiert. Deutsche Soldaten waren schon da. Und diese NATO zwingt uns dann in den Krieg. Das kann also zu einem Angriffsbündnis verkommen. Unter der Rhetorik natürlich des Verteidigungsfalls. Da gibt es natürlich die verschiedensten Gründe, die man dafür hernehmen kann. Und darüber machen wir uns Sorgen und deswegen überlegen wir, ob dieses Bündnis Sinn macht, ob es noch ein Verteidigungsbündnis ist oder ob wir aus dieser NATO austreten müssten, um Frieden zu garantieren. Ob es nicht andere Verteidigungsbündnisse geben sollte. Ich weiß nicht, warum sich diese Frau da so echauffiert, wenn ich versuche, Frieden in Europa mit euch gedanklich zu besprechen. Ich versuche ja hier niemanden gegen jemanden aufzuhetzen, im Gegenteil. Wenn die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, gerne, dann sollten wir uns da engagieren. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass es da Probleme gibt. Siehe das Manöver Anaconda. Das ist nicht das Einzige. Das andere Manöver, was noch näher an der russischen Grenze war, das hieß Saber Strike. Ja, Säbelschlag. Ein Säbelschlag ist sicherlich nur zur Verteidigung, oder? Warum diese martialischen Begriffe? Darüber machen wir uns Gedanken und da machen wir uns natürlich auch Sorgen. Und es gibt andere Dinge, die man sich, wenn man sich mal die Geopolitik der letzten Jahrzehnte anguckt, verinnerlichen könnte. Es gab ja mal den Zerfall der damaligen Sowjetunion. Und damals gab es einen starken Ölpreisverfall. Der Preis des Öls ist immer niedriger geworden. Und die Sowjetunion, so wie jetzt auch Russland, hat ja viele Staatsbetriebe und die von diesem Ölverkauf auch Steuereinnahmen haben und Einnahmen, die sie brauchen, um zum Beispiel bestimmte Staatsausgaben zu bewältigen. Komischerweise haben wir das jetzt wieder. Wir haben wieder einen Ölpreisverfall. Und damals gab es den Kalten Krieg und man hat versucht, Russland immer mehr in diese Rüstungsspirale mit einzubeziehen, was ja dann teuer wird und diese Ausgaben dann immer mehr erhöht und gleichzeitig sind ja die Einnahmen immer geringer geworden durch den Ölpreisverfall. Auch das haben wir jetzt wieder. Es gibt also wieder einen neuen Kalten Krieg, der in ein neues Wettrüsten gipfelt und sozusagen dieses Land wieder schwächt. Die Frage ist natürlich, ist das alles nur Zufall oder steckt da eine Strategie dahinter? Weil wenn wir uns andere Länder angucken, wie den Irak oder jetzt auch Syrien oder Libyen, da gab es ja immer diese Vorgehensweisen. Auch beim Irakkrieg hat man dafür gesorgt, dass schlussendlich die Einnahmen des Iraks nicht mehr gereicht haben aus seinem Ölpreisverkauf, um dann sich dieses Militär leisten zu können und um ihn dann zu zerschlagen. Und danach, wenn man dann vielleicht noch einige Terrororganisationen unterstützt hat, dann kämpft man danach gegen diesen selbstgeschaffenen Terror und stürzt die Regierung und setzt eine Regierung ein, die die eigenen Interessen vertritt. Und wer das nicht glaubt, sollte einfach mal schauen, welche Entscheidungen nach einem Regime-Change als erste durchgesetzt werden. In Afghanistan hat man sofort eine Pipeline gebaut. Dann kommen meistens Sachen mit Militär, mit irgendwelchen Militärbasen, die dort eingesetzt werden und verschiedene Verträge, wer dort bestimmte Sachen aufbauen kann. Und es kommt immer eine neue Zentralbank. Es ist also ganz wichtig, wer dort die Kredite geben darf für diesen Wiederaufbau nach einem Krieg. All das ist auch im Irak passiert oder in Libyen. In all diesen Ländern kommt immer erst eine Zentralbank, jemand, der die Kredite vergibt und dann jemand, der das Geld ausgeben darf. Dann werden die Firmen ausgeschrieben, die dort aufbauen dürfen, meistens von dem, der den Krieg gewonnen hat. Und der Verlierer muss dann noch Reparationszahlungen leisten. So ein Krieg ist ein Geschäft für die Superreichen. Und zwar vor dem Krieg, während des Krieges, wenn man dann zum Beispiel
Kredite für die Waffen und so weiter aufnehmen muss. Und am Ende noch nach dem Krieg, beim sogenannten Wiederaufbau. Und wenn derjenige pleite geht, bekommt man die Grundstücke noch dazu. Derjenige, der dort investiert, die Bank und so weiter, die gewinnen immer. Sie müssen natürlich ihren Rechtsrahmen vorher einsetzen, um dann dafür zu sorgen, dass natürlich diese Eigentumsverhältnisse und der Rechtsrahmen ihre Geschäfte deckt und sichert. Das ist klar. Und dann werden Staaten wie Libyen kaputt gemacht, wo es den Leuten sehr gut ging, wo sie kostenlose Medizin hatten, kostenlose Energie. All das wird dann zerstört und am Ende wird nur noch 10% des Öls abgebaut und verkauft und all diese Sozialmaßnahmen können dann nicht mehr bezahlt werden. So etwas passiert da leider. Ja, aber was haben wir noch gesehen in letzter Zeit? Wir haben gesehen eine Siegesfeier. Und zwar in Lettland und Estland, also im Baltikum, war das ja so, dass es einen Krieg gab 1918 und 1919. Und damals haben die Leute gegen die Rote Armee gekämpft, unterstützt von Großbritannien und Frankreich. Und sie haben dann gesiegt und das feiern sie noch bis heute. Und bei dieser Feier, die am 23.06. stattgefunden hat, sind B-52-Bomber, amerikanische Bomber, drüber weggeflogen. Was ist das für eine provokante Maßnahme? Was hat das mit Friedensschaffung zu tun? Ist das Solidarität, wenn ich einen Bomber, der Atombomben abwirft, über so eine Siegesfeier fliegen lasse? Was sind das für Idioten? Was tun diese Cowboys da? Das möchte ich mal wissen. Direkt an der russischen Grenze. Diese Länder im Baltikum haben durch ihre Geschichte ihre Probleme mit Russland, also mit dem historischen Russland, das kann man verstehen. Aber wie kann man das so missbrauchen für seine schändliche Außenpolitik? Das kann ich wiederum nicht mehr verstehen. Ja, und was macht unsere Kanzlerin oder unser Bundespräsident Gauck? Die trommeln da fleißig mit. Die wollen jetzt wieder dabei sein, die wollen auch wieder mit provozieren, mit ihren eigenen Leuten. Und deswegen sollen wir mehr Verantwortung übernehmen. Was bedeutet, wir sollen endlich noch mehr Soldaten ins Ausland schicken. Ist ja nicht so, als ob wir keinen im Ausland hätten. Die sind ja überall, in Afghanistan, mittlerweile in Syrien, in Mali. Und es gibt über 20 sogenannte Wirkorte dort. Und trotzdem möchte Merkel jetzt unseren Militärhaushalt noch verdoppeln. Ist euch egal, ihr braucht das Geld nicht, oder? Die Renten, wenn die später nicht mehr existieren, egal, Hauptsache das Militär ist verdoppelt worden, ja? Ich verstehe es nicht. Dieses runde Ding da, das ist, glaube ich, interessanter, oder? Ja, die Kanzlerin erklärt das dann so, dass sie sagt, wir geben ja nicht mal 2% aus, sondern viel weniger unseres Bruttosozialprodukts. Aber die Amerikaner geben ja zwischen 3% und 4% aus und da müsse man sich annähern. Warum sollen wir uns annähern? Ein Land, das mit Abstand die meisten Militärausgaben in der ganzen Welt hat, das fast 10-mal so viel wie Russland hat, das so viel hat wie die nächsten 10 Länder zusammen. Warum sollen wir uns an so ein Land mit 800 Militärbasen annähern bei unseren Rüstungsausgaben? Was tut man dieser Frau in ihren Tee? Das möchte ich mal wissen. Ist sie wirklich für uns als Kanzlerin da oder für wen macht sie dort ihren Job? Das ist die Frage. Ja, aber wir können mal über ein anderes Thema reden. Es gab ja diesen Brexit. Ja, den sogenannten Brexit. Großbritannien ist angeblich aus der EU ausgetreten. Das stimmt ja nicht ganz, sie sind ja noch gar nicht ausgetreten. Es gab ja diese Abstimmung, die sehr knapp war. Und es ist so, dass Großbritannien das erstmal eine Weile aussitzt. Bis Oktober passiert gar nichts, weil man sagt, wir brauchen erst eine neue Regierung. Und erst wenn die gewählt ist, dann können wir überhaupt Verhandlungen mit der EU machen. Also diese ganze Panik an der Börse, wo dann alle Kurse abgestürzt sind und der britische Pfund abgestürzt ist und so weiter. Alles Blödsinn, alles Psychologie. Erstmal passiert gar nichts, braucht man sich gar keine Sorgen machen. Der andere Punkt ist, ja, was steckt eigentlich dahinter? Die müssen ja, wenn die jetzt tatsächlich austreten, im Oktober dann mit der neuen Regierung, müssen sie ja sozusagen Austrittsbedingungen
dort verhandeln und können ja dann bestimmte Verträge neu verhandeln und können mit der EU dann verschiedene Dinge dort beschließen. Und ich glaube nicht, dass die City of London, denn Großbritannien lebt ja vorwiegend von ihren Finanzgeschäften. Die haben ja prozentual doppelt so viel Finanzgeschäfte wie Deutschland und etwa halb so viel an Realwirtschaft wie Deutschland. Das heißt, ganz wichtig ist natürlich für Großbritannien, dass sie ihre Vorzüge, die sie in der EU bis jetzt schon hatten, sie hatten ja nicht mal den Euro und sie hatten viele Sonderregelungen, dass sie diese behalten oder vielleicht sogar noch ausbauen. Und genau das wird passieren, auf die eine oder andere Weise, das kann ich Ihnen versichern. Entweder mit diesen Austrittsvereinbarungen, die man dort trifft, oder aber indem man entsprechend auch beim Brexit neue Bedingungen dort verhandelt. Es gibt nämlich eine Sache, die man vielleicht dort im Hinterkopf behalten sollte. Unsere Regierung zögert den Schuldenschnitt mit Griechenland hinaus. Aber wenn man guckt, was der IWF und andere Investoren sagen, ist es wohl so, dass dieser Schuldenschnitt kommen wird. Und zwar wahrscheinlich, weil unsere Regierung das hinauszögert, weil sie Angst hat vor der Wahl, wird es wahrscheinlich nach der Wahl kommen. Nach der Wahl werden viele Dinge passieren. Und ich weiß damals, als es aktuell war, dass ganz viele superreiche Griechen ihr Geld nach London gebracht haben. Ganz viel griechisches Geld liegt dort. Und wenn es dann vielleicht Verbindungen noch gibt und einen Schuldenschnitt geben soll, sollen sicherlich diese Geschäftsbeziehungen geschützt werden. Und wenn es einen Brexit gab, ist es viel einfacher für die britische Finanzelite dort neue Bedingungen zu verhandeln, Bedingungen, die unabhängig sind von der EU. Denn die EU muss ja anhand der EZB in all ihren Euro-Ländern gleiche Bedingungen haben und muss zur gleichen Zeit bestimmte Konten einfrieren, bestimmte Schulden streichen, und Schulden streichen bedeutet immer, das muss jedem bewusst sein, Schulden sind immer die Vermögen eines anderen. Irgendwer hat ja eine Forderung und will ja darauf Zinsen haben und das Geld zurückbekommen. Und wenn ich Schulden streiche, muss ich diese Vermögen, diese Forderungen auch streichen. Und davor wird vielleicht diese britische Finanzelite ihre Kunden schützen wollen. Auch das könnte dort ein Grund für diesen Brexit sein. Man muss das wirklich kritisch betrachten. Ich glaube, es gibt Interessen verschiedenster Seiten. Es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, das ist für die einen gut und für die anderen schlecht. Der Brexit kann tatsächlich unterschiedlich für unterschiedliche Interessenskräfte sein. Und es gab sicherlich auch verschiedene, die da die ein oder andere Meinung vertreten haben. Aber eins ist sicher, die EU mit all ihren Politikern und Lobbyisten, die davon profitieren, die von unseren Steuergeldern leben, die haben damit ein Problem. Die kämpfen natürlich aus allen Rohren gegen so ein Zeichen, das dort gesetzt wird, weil sie dann am Ende vielleicht weniger Geld bekommen. Weil einer der größten Zahler, der größten Einzahler der EU verschwindet. Und da muss natürlich auch der Haushalt neu geschrieben werden. Und was ist, wenn der nächste austritt und so weiter? Das ist ein Gräuel, das ist eine ganz schlimme Vorstellung für diese Politiker, die dort sitzen und ja, manchmal gar nicht vor Ort sind, die dort immer hin und her fahren. Dort gibt es Reportagen, die muss man sich mal angucken, wie EU-Politiker dort ihre Karte durchziehen und ja, ihre Anwesenheit früh morgens noch schnell bestätigen, damit sie ihr Geld bekommen und dann nach Hause fahren. Früh um 7 irgendwie schnell die Karte dort einziehen, ihr Geld abkassieren und verschwinden. Da sitzen eine ganze Menge Betrüger, die dort nichts machen. Und die würden auf einmal weniger Geld kriegen, die Ärmsten. Natürlich begehren sie dagegen auf. Jeder würde gerne für Nichtstun Geld bekommen und wird sich wehren, wenn ihm das weggenommen wird. Aber ja, uns sollte das mal bewusst sein, dass da ganz viele Schmarotzer dabei sind. Vielleicht sind auch Leute dabei, die wirklich gute Arbeit leisten. Aber dort sind auch ganz viele Menschen dabei, die auf unsere Kosten gut leben. Gisela, wolltest du was ergänzen zum Brexit? Zum Brexit möchte ich noch was ergänzen. Vor einer Woche habe ich ja schon gesagt, von dem Mord an der Politikerin in England, die für den EU-Verbleib war. Da dachte ich, ist das wieder sowas wie mit der Bürgermeisterin Reger, die danach die Wahl gewonnen hat. Und dann, als es doch zu Brexit abgestimmt wurde, also 52%, dachte ich, oh, da haben sie wohl diesmal nicht manipuliert wie in Österreich.
Aber mittlerweile, wenn ich die Reaktion von EU-Politikern wie Schulz und so weiter höre, denke ich, es ist vielleicht doch manipuliert worden. England will erst im Oktober zurücktreten und erst dann sollen die Verhandlungen anfangen. Das ist der EU plötzlich zu lange. Sie wollen am liebsten England so schnell wie es geht raus haben. Wie passt das denn zusammen mit dem, was Sie davor erzählt haben? Das haut doch irgendwie nicht hin. Außerdem, den Briten, denen geht es deswegen nicht schlechter, wie Sie uns erzählt haben. Sie sind, wenn sie aus der EU raus sind, auch nicht gebunden an Freihandelsabkommen, falls die EU das unterzeichnet. Sie sind auch nicht mehr an Russland-Sanktionen gebunden. Und außerdem haben sie bisher mehr exportiert in Länder außerhalb der EU und weniger in die EU. Sie haben mehr Waren von der EU gekriegt als umgedreht. Das heißt, wenn die das, was sie aus der EU nicht mehr kriegen, das mit Russland verhandelt, da sind die eigentlich viel besser dran. Also die haben eigentlich keinen Nachteil davon. Da fällt mir zwei ganz wichtige aktuelle Sachen, die ich auf der Fahrt hierhin gelesen habe. Wer von euch bei der Telekom ein Kunde ist und dort so ein T-Online-Konto hat, ändert sofort eure Passwörter. Die Datenbank mit Passwörtern ist dort gestohlen und veröffentlicht worden. Das kam auf dem Hinweg hierher in den Nachrichten. Und eine zweite Sache, die... Nicht zum ersten Mal, das war schon mal. War schon mal, ja. Und eine zweite Sache, die ich gerade erfahren habe auf dem Weg hierher... Der Ministerpräsident der Türkei, Erdogan, der hat jetzt eine Klage von über 150 von Politikern und Aktivisten und Journalisten und so weiter. Und zwar wegen seiner schlimmen Aktionen dort, wo bestimmte kurdische Staaten bombardiert wurden, wo es dort diese Ausgangssperre gab und Menschen dort erschossen wurden und so weiter. Also wo man nach dem Menschenrecht ihn angezeigt hat. Wir werden sehen, was damit passiert, aber ich will das nur deswegen nennen, weil die Türkei ein Mitglied der NATO ist. Und weil unsere, aber irgendwer muss die ja gewählt haben, die Kanzlerin dort Geschäfte nicht nur mit denen macht, sondern auch diese Abkommen schließt, um dort sozusagen für ganz viel Geld die Flüchtlingsströme zu steuern. Dieses Land, wie gesagt, macht dort eine ganz üble Außenpolitik. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Syrien, Irak und so weiter wird regelmäßig überfallen. Dort kann immer mal was passieren, wo die NATO auf einmal nach der Beistandsklausel dort eintreten muss. Das ist brandgefährlich, was dort passiert. So ein Land hat in einem angeblichen Verteidigungsbündnis nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Und dann was ganz Spannendes, da wird gleich Sven was drüber erzählen, der war nämlich direkt vor Ort. Ja, jeder kennt ihn, der ist ja da ganz aktiv bei so Sachen. Der Herr Gauck und unser Bundespräsident, der Kriegstreiber, der war in Sebnitz. Und die Medien haben darüber berichtet und wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich skandalös einseitig. Und der Gauck hatte tatsächlich vorher ein Zitat gesagt, der meinte, nicht die Eliten sind das Problem, sondern das Volk. Das ist euer Bundespräsident. Herzlichen Glückwunsch, kann ich dazu nur sagen. Und wie gesagt, dieser Gauck fordert mehr Kriege. Der will eine größere Beteiligung Deutschlands an diesen imperialistischen Beutezügen, möchte ich es mal so sagen. Das ist ja Neokolonialismus, eine expansive Außenpolitik. Und wenn man mal ganz nüchtern rangeht, wenn ich jetzt ein Alien bin und jetzt sage, okay, ich habe jetzt gerade die Definition von links und rechts und so weiter gelesen, da müsste man doch denken, dieser Gauck, das ist doch ein Nationalist, wenn er so eine Politik macht, so eine expansive, kriegerische, imperialistische Außenpolitik. Das ist doch ein rechtsextremer Nationalist, dieser Typ. Und dann müsste ich mich doch fragen, warum dann nicht die Linken dort stehen und gegen so einen irren Nazi, der wieder Krieg will, der Deutschland wieder einen Krieg treiben will, da nicht gegen demonstrieren. Wo waren denn die? Ja, Sven war da. Aber die anderen wurden in Medien... Die anderen, die dort waren, wurden in den Medien natürlich sofort als Rechte hingestellt. Es gab tatsächlich einen, der sofort, als die Kameras an waren, anfing zu stänkern.
und sich so sein T-Shirt hochgehoben hat und hatte eine Tätowierung mit so einem faschistischen Symbol drauf. Und genau das hat die Bild fotografiert und hat gezeigt, ja, alles solche Spinner dort, so einen Rechten. Nun frage ich mich aber, wenn die Bild damit Recht haben würde, nehmen wir mal an, in Sebnitz standen nur Rechte. Warum sollen Rechte, die Nationalisten sind, gegen einen, die den Gauck demonstrieren? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass falsch verstanden wird, dieser Herr Gauck ist das sicherlich nicht. Ich sage nur, es wirkt so, es könnte für einen Außerirdischen so aussehen, als ob er einer wäre. Ja? Ich möchte jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es so ist, dafür habe ich zu wenig Kenntnisse, ich kenne ihn persönlich nicht, vielleicht hat er ja eine ganz gute Meinung und ist einfach nur nicht schlau genug zu erkennen, dass das eine ja, wirklich nationalistische Außenpolitik ist, die er dort anstößt. Ich will ja noch nicht sagen, dass es so schlimm ist, man kann es nicht vergleichen mit dem, was früher damals passiert ist. Deutschland ist noch lange nicht so schlimm, noch lange nicht so stark, hat noch lange nicht so eine große Armee, aber es soll ja wieder in diese Richtung gestoßen werden. Ja, ich möchte das nur mal hier klarstellen und relativieren, eben nicht, dass Sie sagen, der Gebhardt, der hetzt hier auf, der behauptet hier Dinge, die nicht stimmen. Ich will nur den Trend deutlich machen und dabei übertreibe ich vielleicht auch ein bisschen. Ja, und deswegen frage ich mich immer wieder, dieser Imperialismus muss kritisiert werden und da darf es nicht wichtig sein, ob er von rechts oder von links kritisiert wird, denn Imperialismus in dieser Art und Weise führt immer wieder zum Krieg und darum ist es wichtig, dass dort Aktivisten stehen, Menschen, die zusammenhalten und genau dieses kritisieren und das gab es dort in Sebnitz, da gab es Menschen, die Kriegstreiber gerufen haben und das ist richtig und wichtig, aber es gab auch Verwirrte, die dort zum Beispiel mit so einer Reichskriegsfahne rumgelaufen sind. Und da frage ich mich, ob sie vielleicht auf der Seite von Gauck waren. Das weiß ich nicht. Ich bin da verwirrt. Ich kann mir das alles nicht mehr erklären. Also das, was die Bild-Zeitung schreibt, kann ich mir nicht mehr erklären. Das macht ja keinen Sinn, wie ich gerade erklärt habe. Aber was dort auf der Straße passiert, kann ich mir auch nur noch mit Verschwörungshypothesen erklären. Das ist alles sehr merkwürdig. Das macht wirklich keinen Sinn. Denn gegen Kriege müssen dort eigentlich diese solidarischen Linken stehen und nicht die angeblich Rechten. Das kriege ich in meinen Kopf nicht rein. Und vielleicht kann mir das jemand erklären, Sven oder Donatus, das würde mich freuen. Ja, ansonsten gibt es da interessante Zitate von Engels und Thielmann, rate ich jedem mal, sich anzuschauen, die nämlich erkannt haben, dass man, wenn von außen eine Kraft kommt, die sagt, dass wir uns nicht mehr ja, national verstehen dürfen, dass wir uns nicht mehr patriotisch verstehen dürfen, wenn es diese Kraft gibt, die immer wieder darauf besteht, diese Wurzeln wegzuradieren, dann will uns diese Macht vielleicht beherrschen. Dann soll vielleicht eine Fremdherrschaft verewigt werden. So hat Friedrich Engels das gesagt. Und da frage ich mich, wenn diese Leute das sagen, ist da nicht vielleicht was dran? Sollte man vielleicht mal überdenken, dass wir in eine Richtung gestoßen werden, die nur einer einzigen Kraft nützt, nämlich dem Imperium und niemand anderem? Vielen Dank. Ich danke dir. Zu dem, was du vorhin sagtest über diese Demo gegen Gauck, da habe ich jetzt hier auch so einen kleinen Zeitungsausschnitt aus der Bild. Um den nochmal zu bringen, der ist zwar alt, aber was liegt auf der Treppe und lügt? Die Bild. Da wird eben auch geschrieben, dass ein 30 Mann starker Nazi-Mob Joachim Gauck bepöbelt hat. Jetzt ist natürlich aber auch die Frage, warum gehen denn vorwiegend die Nazis auf die Straße und kämpfen für Rechtsstaatlichkeit in diesem Land? Das ist doch mal eine Frage, das ist eigentlich beschämend für uns alle, dass eben diejenigen, die vielleicht ja auch auf der anderen Seite eine Menge im Kopf haben und eine Menge verquere Gedanken und sich eher um die Symptome kümmern als um die Ursachen für Ursache, aber dass vorwiegend die patriotisch genug sind, auf die Straße zu gehen. Wo bleibt der Rest der Bevölkerung, der ein starkes Gegengewicht setzt? Nicht meckern über die, die auf die Straße gehen, nur weil sie rechts stehen, sondern stellen sie sich im Gegenzug auch auf die Straße, aber gegen die gleichen Ursachen für Ursacher. Dann wird ein Schuh draus. Aber stattdessen haben wir von der Seite, von der vermeintlichen linken Seite, wieder Gegendemonstrationen, die eben diese Zersetzung im eigenen Lande
befürworten und jeden niederknüppeln, der das anders sieht. Genau da drückt der Schuh nämlich, dass die Linken, die eigentlich auf der Seite des Volkes stehen müssten, gegen das Volk agieren. Und was bleibt dann übrig? Ein Großteil einer unbewussten, schlafenden Bevölkerung und einer sehr aggressiven, kleinen Gruppe von rechts. Und die wird dann als der Hauptfeind im Lande deklariert. Na sag mal, geht's noch? Wie bescheuert sind wir eigentlich? Wir wissen doch längst, dass diese Gruppierung von rechts, die auf der Straße stehen, dass das ein verschwindend geringer Haufen ist zu den Millionen pöbelnden Neubürgern, die wir jetzt im Land haben. Und das geht hier nicht gegen die Nationalität, woher sie kommen, sondern es geht gegen das Verhalten, was viele von denen an den Tag legen und das Wegschauen der vielen anderen, die das einfach zulassen, statt dass sie sagen, ey, benehmt ihr euch mal, wir sind hier alle Gast und wir möchten hier in Frieden leben. Ihr versaut auch unser Leben hier. Nein, Freiheit, überall, wo man hinschaut, Freiheit. Und das muss enden. Und zwar bevor der Krieg über uns kommt. Also haben wir es jetzt in der Hand. Und jeder, der darüber lacht, wird bald nicht mehr lachen. Und das wird mir eine Freude sein. Obwohl ich mich nicht darüber freuen kann, dass irgendjemand Leid erfährt. Aber wenn es das Einzige ist, was diese Schlafschafe zum Aufwachen bringt, dann wird es halt so kommen müssen. Von mir kommt es nicht. Wir haben aber davor gewarnt. Wir können unsere Hände in Unschuld waschen. Alle, die mitgemacht haben und weggeschaut haben, werden diesmal nicht davon kommen. Diesmal nicht. Nie wieder Unrecht. Ja, hallo. Manche kennen mich, vielleicht sogar aus dem Fernsehen, gestern sogar eine Tagesschau geschafft, aber nur mit einem Bild. Ja, danke. Danke, danke, danke. Also ich bin sozusagen ein Botschafter von Halle in der ganzen Republik. Also die Lügenpresse hat sich ja gestern total überschlagen. Ich erkläre auch gleich warum, dass da wirklich Rechte waren. Es waren auch nicht nur 30, es waren bestimmt mindestens 100, die dem Gauck da die Meinung gesagt haben. Es war oftmals unhöflich und es wurden auch nur die unhöflichen Sachen oder die belanglosen Sachen zitiert von der Lügenpresse. Das hat auch einen Grund. Die Strixe, das ist eine grüne Landtagsabgeordnete aus Merseburg, die hat gesagt, behauptet, ich hätte diese ganzen Proteste dort orchestriert. Das ist, was totaler Quatsch ist. Ich habe lediglich Aufrufe multipliziert, das heißt Aufrufe verbreitet, verteilt, die dann auch wirklich 2000 Mal geteilt wurden, dorthin zu gehen. Das IM Larve, das könnt ihr gerne mal googeln, IM Larve mit V, in Sebnitz ein Bad in der Menge möchte. Das war ein lustiges Bild, eine Fotomontage, da hatte er so ein T-Shirt an, wächst hier der Pfeffer, das Volk schickt mich. Ja, es ist ja gemeint, er solle dorthin gehen, was ja wirklich eigentlich das Beste wäre, wohin der Pfeffer wächst. Aber das hat Gauck nicht vorgehabt. Er wiederum hat dem Volk gezeigt, wie Pfeffer schmeckt gestern. Dort wurde er unbeteiligt und wo der Pfeffer wohnt. Der wohnt in den Sprühflaschen von der Polizei, von der Leibstandarte, die Gauck gestern begleitet hatte. Ja, wirklich. Also waren viele Zivilisten, Spezialeinsatzkräfte, die mit Schusswesten und so weiter, ich weiß nicht, was die dort erwartet hatten. Und da wurde jeder Protest dort massiv weggeschoben. Zivilisten wurden dort, also Unbeteiligte, wurden dort eingepfeffert, mussten ärztlich behandelt werden. Wenn das die Demokratie ist oder die Meinungsfreiheit, die Gauck uns verkaufen will, dann möchte ich diese Demokratie und Meinungsfreiheit nicht. Wer schon mal Ähnliches erleben musste, war der Maas. Maas in Zwickau, ihr kennt das Video, wo er wirklich schnelle Beine kriegte und mit quietschenden Reifen vor dem Volk dann weggerannt ist. Die haben eigentlich nur gesagt, hau ab, hau ab. Der hat sich dann gestern auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, das ist keine Diskussionskultur mit Menschen, mit Trillerpfeifen kann man nicht reden. Aber zu den terroristischen Ausschreitungen in Berlin, die seit 4 Tagen laufen, verliert dieser Mann kein Wort, wo wirklich hunderte Autos brennen, wo Vermummte jede Nacht Berlin in Schutt und Asche versuchen zu legen, die Polizei angreifen. Da verliert dieser Maas, der Innenminister Maas, ja? Der verliert da kein Wort drüber, das interessiert ihn nicht. Ja, weil dort die marodierende S-Antifa, S-A-Antifa, marschiert.
Das sind oft links-grün indoktrinierte Jugendliche, die in steuerfinanzierten Häusern leben. Die werden dort losgelassen, weil diese Leute, gegen die will der nicht wirklich vorgehen, weil die brauchen die wirklich, wenn irgendwo mal gefährlich werdende Bürger auf die Straße gehen, die diesen Politikern in ihren sozialen Hängematten, die die aufgebaut haben, die wir bezahlen, die denen irgendwie die sozialen Hängematten gefährden, dann braucht Maas nämlich genau dieselben Leute, die er dort in Ruhe lässt. Er hält es für gefährlich, dass Leute Volksverräter rufen, verbal. Aber warum? Es sind Volksverräter. Aber es wurde ja auch nicht das nur gerufen. Was hat denn der Striegel? Der hatte noch was irgendwas gesagt. Ach, der hatte gesagt, der Liebig, der würde nach Sebnitz fahren, weil er in Halle nichts mehr auf die Reihe kriegt. Ich nenne das aber eine Expansion. Export von Widerstandsarten. Wirklich, den Leuten zeigen, dass sie nicht einfach nur Hau ab und Volksverräter rufen müssen, sondern die Leute versuchen müssen aufzuklären, worum geht es. Es ging um Gauck. Gauck war zu Ostzeiten war der Privilegierte. Der war kein Bürgerrechtler, was er vorgibt zu sein. Es gibt ein sogenanntes Terpe-Papier. Hauptmann Terpe von der Staatssicherheit hatte sich öfters mit Gauck getroffen und Gauck legte wortwörtlich Wert darauf. Gauck wurde unter der Akte I.M. Larve geführt und er legte Wert darauf, dass er möchte sich nicht nur mit niederen Rängen der Staatssicherheit treffen, er möchte mit Leuten sich unterhalten, die was zu sagen haben. Also er sagte dann, er hätte die Leute schützen wollen. Das stimmt, also das ist einfach eine Verleumdung. Er war Reisekader, das heißt, er konnte mit seinem VW-Bus, West-VW-Bus, hinreisen, wohin er wollte. Er wollte dann niemanden schützen. Er hat Leute ausgeliefert, er wurde dann angesetzt aus Familien, die Ausreiseanträge gestellt haben. Dort wurde er angesetzt, um den Leuten ins Gewissen zu reden, dann doch lieber in der DDR zu bleiben. Er war ein Regimefreund und er war, nun mal Gauck, war ein Protégé des DDR-Systems, des Unrechtsstaates, der wahrscheinlich im Endeffekt noch weniger Unrechtsstaat war als der, den wir heute haben. Die Fische, die dort drüben schwimmen, die gar nicht an den Rand des Aquariums kommen, die merken gar nicht, dass wir in einem Aquarium schwimmen, mit Begrenzungen, mit Meinungsfreiheitsbeschränkungen, weil die niemals an das Glas kommen, weil die niemals sich wagen würden, irgendwas Unanständiges oder politisch Unanständiges zu sagen. Deswegen können diese braven Fische, können die denken, ja, wir schwimmen alle im großen Meer. Nein, das ist nicht so. Wir schwimmen in einem kleinen Aquarium. Das weiß ich, weil ich schon oft an diesen Rand gekommen bin. Ihr könnt es nicht wissen. Genau. Und weil wir eben gestern dieses Stasi-Thema thematisiert hatten, hatte ich auch aufgerufen, Sprüche zu lernen. Einer davon war, nur im Land das größte Schwein lässt sich mit der Stasi ein. Diese wurden wirklich nicht zitiert. Da wurde ja auch dann gerufen, wir wollen keine Stasi-Schweine, Stasi raus. Das Stasi-Thema wurde auch wirklich aus den Lügenmedien ausgeblendet. Aber warum wurde das ausgeblendet? Da müsste man wissen, wem die Journalisten, die Mietmäuler unterstellt sind. Die sind alle dem Deutschen Journalistenverband unterstellt. Und im letzten Jahr musste der Vorstand des Deutschen Journalistenverbandes von Sachsen-Anhalt aufgelöst werden, weil die Hälfte der Vorstandsmitglieder Stasi-Leute waren. Genau das ist es, warum diese Stasi-Leute in den Pressestuben nicht darüber berichten, dass die Stasi-Mitgliedschaft, die vermutliche von Gauck, thematisiert wurde dort. Das waren keine Nazis, es geht auch nicht um Nazis dort. Möglicherweise, dass auch wirklich dieser Typ, ich weiß nicht, ich kannte den nicht, wir waren ja wirklich bloß zu viert, mit mir sind nachweislich außer mir zwei Linke mitgefahren. Und also es mag sein, dass da auch Rechte waren oder sich durch den Aufruf angesprochen gefühlt hatten. Na und? Sollen sie doch, solange sie sich friedlich verhalten. Und die Gegenstände, der Gegenstand, weswegen dieser Mann dann von der Polizei zusammengeknüppelt und mitgenommen wurde, das war eine Zeitung. Also das wird dann als Gegenstand bezeichnet in dieser Lügenpresse, damit der Bürger, der Leser denkt, es wäre ein Stein, eine Flasche oder sowas gewesen. Wäre es eine Flasche gewesen oder ein Stein, dann hätten die das auch geschrieben. Nein, natürlich ist eine Zeitung ein Gegenstand. Ein Gegenstand ist aber, eine Zeitung ist kein gefährlicher Gegenstand, der rechtfertigt, dann die ganzen Besucher dort einzupfeffern. Es ist mittlerweile auch total egal, was die Lügenpresse schreibt. Der Einfluss der Lügenpresse wird immer geringer, weil die alternativen Medien, beziehungsweise die Medien im Internet,
immer mehr Reichweite bekommen. Das heißt, die Leute sind in der Lage, außer die Abonnenten der Lügenpresse, das sind meistens Rentner, die das noch nicht können, also weil die keine mobilen Endgeräte haben, das sind doch die einzigen, die diese Lügenpresse noch am Leben halten, durch ihre regelmäßigen Abozahlungen. Aber täglich sterben Abonnenten weg. Von mir aus könnten die auch noch länger leben, aber zwangsläufig ist das das Ende der Lügenpresse. Weil die Lügenpresse ist zwar auch mobil, aber sie wird finanziert von den Einnahmen der Printmedien. Und die werden langfristig wegbrechen und die paar Klickwerbungen, die haben, werden nicht dazu ausreichen, die ganzen Mietmäuler in ihren Redaktionsstuben zu finanzieren. Dann können diese Typen, die meist auch nichts anderes gelernt haben oder oft auch überhaupt nichts gelernt haben, Quereinsteiger in dieses Presse, was mal ein gutes Geschäft war, in dieses Pressemedium geworden sind, die können sich am Amt einstellen und für die Leute zahle ich dann für deren Arbeitslosengeld gern meine Steuern. Ja. Die Sozialausgaben sollen auch um 40% steigen oder auf 40% steigen, hatte ich heute gehört. Weil die Krankenkassen alle pleite gehen, klar, was heißt pleite, die gehen niemals pleite, weil sie die Abgabenschraube entsprechend hochstellen. Aber es wird das Verhältnis derjenigen, die wirklich einzahlen, das heißt, die nicht aus dem Steuersack erst bezahlt werden, um davon einzuzahlen in die Sozialabgaben oder in den Steuerhaushalt, das Verhältnis derer, der Anteil, wird immer, immer kleiner. Und irgendwann muss dieser Staat die Hose runterlassen und sagen, wir haben uns verkalkuliert. Aber dann haben wir 2 Millionen Flüchtlinge hier, die wir auch nicht mehr ernähren können. Und dann können wir diesen Ländern nicht mal mehr in den Herkunftsländern helfen. Wo soll denn das alles hinführen? Dieser Sommer, der wird euch allen in Erinnerung gehen und bleiben als Summer of Ficky Ficky. Ist wirklich so. Den Sommer 2016 solltet ihr euch merken, als anfangs auf vielen Demonstrationen genau davor gewarnt wurde, hat man uns als Schwarzseher, Verschwörungstheoretiker, Hetzer bezeichnet. Aber jetzt erst am Sonnabend, eine Frau, die findet einen Asylanten, einen Asylbewerber im Gebüsch liegend, denkt sie, will ihm helfen. Das war eine Rudolf-Peitscher-Straße, gleich in der Nähe von der Großunterkunft Maritim, Ex-Maritim. Sie wollte ihm helfen, fragt, was los ist. Auf einmal stürzt der Typ, der nur gewartet hat, wahrscheinlich wie eine Mausefalle war das, sich auf sie und versucht sie zu vergewaltigen. Nur die in der Nähe gewesene Polizei konnte verhindern, dass diese Frau vergewaltigt wurde. Die meisten Fälle der Vergewaltigungsfälle erfahren wir gar nicht. Das hat sich jetzt auch auf einer AfD, ich glaube es war in Thüringen, eine AfD-Anfrage, da hat sich das ergeben, erst auf eine Anfrage hin dieser AfD wurde dann bestätigt, dass ein 13-jähriger Junge, der war selbst Flüchtling, von seinen Mitflüchtlingen 15 und 17 mehrfach vergewaltigt wurde. Also es sind nicht nur die Frauen sind gefährdet, auch kleine Jungs. Lasst diese Leute nicht mehr raus und lasst die erst recht nicht in diese Freibäder. Ich hatte eine Zuschrift, sollte ausdrücklich davor warnen. Es sind natürlich mit Sicherheit nicht alle so. Aber lasst eure Kinder nicht an die Seen unbeaufsichtigt. Es ging in der Zuschrift um den Radmannsdorfer. Weil die Leute kommen wirklich gezielt. Da war die Beschreibung so. Er war mit seinem Hund dort Gassi. Da kamen 6 dem Anschein nach Flüchtlinge. Haben richtig gezielt geguckt, wo liegen einzelne Mädchen. 3 haben sich dann bei 2 jungen Mädchen niedergelassen. 3 sind erst weiter, waren nur noch Eltern mit Kindern. Da wollten sie wahrscheinlich nicht zu den 2 jungen Mädchen zurück. Und haben sich dort niedergelassen. Die Mädchen, denen war das unheimlich. Die sind dann gegangen, nach Hause gegangen. Und sofort haben die auch zusammengepackt und sind nach Hause gegangen. Also das ist ja, beziehungsweise weitergegangen, weitergezogen, neu erfunden. Aber das zeigt doch, die kommen hier mit Wertvorstellungen, die hier nicht geprägt werden. Klar, dort werden im Islam werden andere moralische Vorstellungen, der Mann wird anders erzogen, die Frau ist nicht so viel wert. Und da sinkt natürlich auch die Hemmschwelle. Gerade die kommen in ein Land, wo wir als Höchststrafe eine Gefängnisstrafe haben. Was sollen denn die machen? Die denken doch, die können ja alles machen, wenn ja maximal... Ach ja, die mit dem kleinen Jungen werden gleich auf freien Fuß gesetzt wieder von dem Richter. Solche Richter leisten Beihilfe an solchen Sexualverbrechen, weil das den Leuten zeigt, wir können es machen, es passiert uns nichts. In den Ländern, wo die herkommen, für hohe Straftaten, verlieren die Köpfe, Hände, werden aufgehängt, gesteinigt. So was passiert hier alles nicht. Die müssen vor diesem Rechtssystem keine Angst haben. Und natürlich sind nicht alle so. Aber gerade das, dass sie keine Angst haben müssen, das senkt die Hemmschwelle zu solchen Taten, zu allen. Deswegen gibt es überall diese
Ausschreitungen, Kriminalität, diese Schlägereien, das liest man ja täglich. Es gibt auch so eine von dieser Vereinsmafia, also diese angeblich Linken, die haben eine angebliche Hoax-Map. Da haben die seit voriges Jahr 400 Fälle gesammelt, die sich als unwahr herausgestellt haben. Also die dann nur Gerüchte gewesen sein sollen von diesen kriminellen Taten. Aber 400 Fälle, das passiert in Deutschland am Tag. Ich meine, das haben die in über einem Jahr gesammelt. Also, wer sich hier integrieren möchte, soll das tun. Aber wir können nur mit offenen Armen empfangen, wer auch bereit dazu ist. Wer bereit dazu ist, die Sprache zu lernen. Wer bereit dazu ist, eine Arbeit anzunehmen. Und wer die Voraussetzungen überhaupt mitbringt. Weil wenn die als Analphabeten kommt, dann tut es mir leid, wenn die dann aus Ländern kommen, wo sie nur ihren sozialen Status erhöhen wollen und nicht kriegsverfolgt sind, dann sollten die dahin zurück. Und das schnell. Danke. So, auch dir danke, Sven. Ich habe vorhin einen Gast angekündigt aus Berlin. Den hören wir gleich noch, aber vorher möchte ich den Ronny bitten. Der hat nämlich noch ein Erlebnis zu schildern. Eben wie dieses restriktive System, diese Diktatur, die wir hier schon mehr und mehr auch schon offen langsam zu spüren bekommen, wie die hier ihr Unwesen treibt, so geschehen an einer Mitstreiterin für eine bessere Gesellschaft, der man offenbar Angst machen wollte und sie verhaftet hat. Und was da genau passiert ist, wird euch gleich der Ronny erzählen. Danke, Donatus. Ja, schönen guten Abend, Halle. Ihr kennt mich, oder viele kennen mich und wissen, was ich tue. Ich bin seit 2009 Menschenrechtskommissar bei einem für Menschenrechte und das ist meine Aufgabe, Menschen zu helfen, die von der Justiz zusammengeknüppelt werden, unrechtmäßig ins Gefängnis kommen. Das dürfte hier in diesem sogenannten Rechtsstaat eigentlich gar nicht passieren, weil die BRD hat ja völkerrechtliche Verträge abgeschlossen. Und dazu zählt zum Beispiel der Zivilpakt. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, sollte sich jeder mal anschauen, zu finden bei der Internetseite www.bundesaußenministerium.de. Da findet man die ganzen völkerrechtlichen Verträge zu Menschenrechten, humanitären Menschenrecht und Völkergewohnheitsrecht. Ja, und dieser Pakt ist ratifiziert seit 1966. Und die zwei Fakultativprotokolle dazu sind auch ratifiziert worden. Und das ist Recht, was über dem Grundgesetz steht. Obwohl unser Grundgesetz eigentlich schon in den Grundrechten die Menschenrechte schützt, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber für diesen Staat sind wir scheinbar keine Menschen, für diesen Staat sind wir nur Sachen. Deshalb wird ja auch vor den Gerichten, wer das schon mal war, immer aufgerufen, es wird verhandelt in der Sache. Ja, und wenn man einen Menschen schlägt als Polizist, ja, dann hat man eine Sachbeschädigung scheinbar begangen. Und das ist hier nicht so schlimm. So, aber ich wollte noch was sagen. Es gibt alle 4 Jahre Berichte von der Bundesrepublik an die UNO. Die müssen das machen, wegen der Sache, die da 49 passiert ist. Wissen wir ja, es sollte nie wieder ein Unrechtsstaat hier entstehen. Und die Menschenrechte sollten geschützt sein. Und die sind verpflichtet, die Berichte zu senden. Und wenn man sich die Berichte durchliest, findet man immer, ja, ist alles super, alles in Ordnung. Die Menschenrechte sind gewahrt, hier wird keiner irgendwelcher rechtlicher Willkür ausgesetzt. Aber leider ist das Gegenteil der Fall und das musste ich nur in meinen langen Jahren Menschenrechtsverteidiger feststellen. So, und wir machen ja alle 14 Tage Stammtisch hier in Halle, wo wir mit Menschen drüber reden und die Menschen rechtlich aufklären, was hier eigentlich in dem Land passiert. Und ich komme von dem Stammtisch zurück am Freitag und hatte noch vor, Musik zu machen auf einer Veranstaltung. Ich war gerade am Aufbauen, da klingelte mein Handy und mich rief jemand an vom Stammtisch. Die Polizei steht vor der Tür. Die Dame hatten sie vor 3,5 Wochen schon mal mit dem Telefon sie mal angerufen, wir hätten einen Haftbefehl, wir kommen jetzt vorbei. Also haben der Dame richtig Angst gemacht, da war ich schon mal bei der Dame und habe die dann mit zu mir genommen an der Nacht über, da war wieder Ruhe. Vor 1,5 Wochen sprach so ein Polizist an, aus der Stadt, wo sie her ist, und machte ihr wieder Angst, ja, meine Kollegin haben sie doch gesucht und haben sie nicht gefunden, aber wir holen sie ab.
Ja, und dann ist auch nichts passiert, aber halt am Freitagabend standen die vor der Tür. Und da rief sie mich an, oh, was mache ich denn jetzt? Ich sage, du, ich kann jetzt nicht los, ich muss ja Musik machen. Ich kann jetzt leider nicht zu dir kommen, aber sie wollte die Tür nicht aufmachen. Ich sage, das brauchst du ja nicht versuchen, die treten sonst die Tür ein. Mach bitte die Tür auf, sprich freundlich mit den Polizisten, lass dir ihren Ausweis zeigen und was sie so für Anliegen haben. Ja, und sie wusste, es geht um irgendeinen Haftbefehl, also Strafbefehlsverfahren. Ich weiß nicht, ob er kennt, was das ist. Bei Strafbefehlsverfahren sieht man keinen Richter. Man darf sich auch nicht, man kriegt auch kein rechtliches Gehör. Man wird einfach verdonnert. Ja, und sie hat ja nicht immer Beschluss zu, oder Urteil zugeschickt gekriegt. Heute werden ja meistens nur Beschlüsse rausgeschickt. Ja, und ein Beschluss ist immer nur laut Rechtswörterbuch eine Willensbeurkundung von jemandem. Ja, da hat einer seinen Willen beurkundet. So, und unser Grundgesetz sagt nun mal, gesetzliche Richter darf nicht entzogen werden und immer Recht auf rechtliches Gehör. Das hat man der Dame in dem Verfahren nicht gewährt. Und genauso steht das in dem völkerrechtlichen Pakt. So, da habe ich ihr gesagt, du lass dir die Ausweise zeigen und lass dir den Haftbefehl zeigen. Und das war für die Herren schon zu viel. Und dann hörte ich plötzlich nur noch den Polizisten, wir haben keinen Haftbefehl, wir nehmen sie jetzt so mit. Und dann hörte ich nur noch ein Schreien und ein Jammern und dann war das Telefon aus. So, ja, was sollte ich jetzt machen? Ich habe sie zurückgerufen, Telefon war aus. Ich hatte aber auch leider Bier schon getrunken und da wollte ich nicht gleich losfahren. Also habe ich zwei Kaffee getrunken, gewartet, dann rief sie mich an, aus der Dienststelle von der Polizei. Und hat mich gebeten, doch mal hier vorbeizukommen, zwecks Erklärung. Ich habe gesagt, okay, dann höre ich auf mit der Musik, das ist wichtiger, das haben die Leute auch verstanden, wo ich war. Und bin dann losgefahren nach Sangerhausen. Habe aber gesagt, die braucht 20 Minuten. Und da hat sie noch eine Rücksprache gehalten mit dem Polizisten. Und der hat ja gesagt, also fahre ich los. So, ich komme in der Polizeidienststelle an in Sangerhausen. Keiner mehr da. Ja, warum bestellen die mich erst her? Da wurden mir dumme Fragen gestellt von den Herren, der Dienst hatte. Die Dame hätte angeblich gesagt, ich wäre ihr Lebensgefährte und ich würde das Geld bezahlen. Ja, das hat die Dame, wissen wir heute, nie behauptet und hat das auch nie gesagt. Ja, dann habe ich mit den Stammtischleuten geredet. Dafür ist der Stammtisch da, dass wir uns helfen. Da haben wir so eine kleine Gasse. Dann haben wir gesagt, okay, wir bezahlen das aus der Stammtischgasse, dass die Dame nicht ins Gefängnis muss. Wegen dieser Sache, die da unrechtens ist. Ja, das Ende vom Lied war aber, ich habe dann noch einmal spät abends bei der Polizei angerufen, habe gesagt, ich hole die Dame am Samstag 11 Uhr von ihrer Dienststelle ab und löse sie ein. Ob das klar geht? Ja, geht klar, können Sie sich darauf verlassen. So, bin ich Sonnabend losgefahren, war 11 Uhr in Sangerhausen in der Dienststelle. Was war passiert? Die Dame nicht mehr da. Ja, ich sollte mich doch an die Justiz wenden, die haben sie jetzt in Roten Ochsen nach Halle verfrachtet. So, habe ich einen Kollegen noch aus der von unserem Menschenrechtsstammtisch noch jemand mitgenommen und bin dann in Roten Ochsen hier nach Halle gefahren und habe die Dame eingelöst. Ich sage euch, die Leute, die da drinnen Dienst schieben oder mit der Familienangehörigen, das wurde der Dame alles verwehrt. So, was haben wir gemacht? Wir haben es dann einfach bezahlt, weil wir wollten sie hier raus haben. Und dann stand die Dame vor uns. Blut überströmt, getrocknet, am ganzen Körper Hämatome, ein dickes Bein. Sie konnte die Arme nicht, kein Gefühl mehr in Händen. Ja, und das ist für die Polizei, wie soll ich sagen, 200 Euro ist das für die Polizei wert, einen Menschen so zuzurichten. Und da sagt mir heute der Chef vom Polizeirevier, es wäre alles rechtens gewesen. So, ihr könnt es nicht glauben, ihr könnt hier Anzeigen machen, ihr könnt zum Staatsanwalt gehen, ihr könnt in die Richter gehen, ihr bekommt hier kein Recht. So, und deshalb habe ich das heute mal öffentlich gemacht. Weil sonst heißt es immer, vom Staatsanwalt her, kein öffentliches Interesse, es wird eingestellt. Aber jetzt ist doch hoffentlich ein öffentliches Interesse hier. Und wir werden die Sache verfolgen und ich werde euch berichten, was hier dabei noch alles rauskommt. Und bestimmt nicht gut ist, weil das darf nicht sein. In einem Land, was sich Rechtsstaat nennt. Und das ist kein Rechtsstaat hier. Das ist schlimmer wie bei. In Zeiten wie diesen braucht es auch mal klare Worte. Und ich möchte dir dafür danken, dass du da mal auch ein Ereignis geschildert hast, von dem man eben immer nur von Dritten hört. Du hast es erlebt, du hast es gesehen. Und da ich dich schon sehr lange kenne, ich vertraue dir da auch. Und also
Das ist das, was ich vorhin meinte. Solange es noch solche willfährigen Marionetten dieses Systems gibt, die eben ihre Macht, die sie haben, die sie aber von uns bekommen in einem demokratischen Land, so ausnutzen gegen das Volk, die sind fehl am Platz. Und es wird wirklich Zeit, jetzt zu trennen zwischen Rechtschaffen und Haderlumpen, die einfach mitmachen bei jedem Mist und dann hinterher sich feige rausreden, ich habe doch nur Befehle befolgt. Nie wieder, von nun an. Es muss jetzt starten, dieser Trennungsprozess muss jetzt starten. Und deswegen rufe ich jetzt wirklich alle auf, die eben hier Macht auf Waffengewalt haben in diesem Land, Polizisten und Militär zuallererst, dann in der Staatsanwaltschaft und in den Gerichtsgebäuden und überall, wo Recht und Ordnung gewahrt werden sollten, überall da muss erst einmal Ordnung einkehren. Dazu rufe ich auf, entweder das oder wir warten ab, was der Dritte Weltkrieg überlässt. So, und jetzt eben ohne weitere Umschweife zu unserem lieben Gast aus Berlin. Leider habe ich den Namen nur ganz kurz. Der Steffen. Ja, guten Abend. Also, wie gesagt, ich komme aus Berlin, habe auf der Fahrt einen Beitrag geschrieben und bin jetzt doch etwas nachdenklich, ob das so reinpasst, weil das ist eigentlich ein satirischer Beitrag über den Brexit. Und ja, ihr müsst es auch als Satire sehen. Natürlich hat es einen ernsten Hintergrund, aber angesichts der vielen ernsten Themen wirkt es jetzt vielleicht ein bisschen wie ein Bruch. Irgendwie müsst ihr euch jetzt umstellen. Mir fällt es jetzt auch nicht so einfach, weil ich dachte, es wird vielleicht etwas... So, ja. Dann kann ich nicht... Rechts. So, kann passieren. Wie gesagt, wir sind Menschen. Wir sind keine Geübten, keine Gelernten, Verwirrer und Propagandisten, sondern bei uns spricht das Herz. Ja, das gehörte noch nicht zu meinem Satirebeitrag, steht auch nicht auf meinem Manuskript. Also wie gesagt, das Thema, die Zukunft Englands im Spiegel der britischen Presse. Ich sage noch dazu, mein Beitrag beruht nicht auf Tatsachen, sondern ist Satire mit ernstem Background. Die britische Insel treibt seit Freitag früh führerlos in der Nordsee. Ihre Bewohner sehen ihrem baldigen Tod ins Auge. Kein Frontex-Schiff wird ihnen zu Hilfe eilen. Die Briten werden sich nun planmäßig zurückentwickeln, abgeschnitten von der restlichen Zivilisation. Sie werden verarmen, verwahrlosen, sie werden frieren. Ihre Insel wird in wenigen Jahren so verdreckt sein, wie Berlin-Neukölln es schon heute ist. Innerhalb von 3 Jahren wird ihr Intelligenzquotient sinken, bis auf einen Restwert von 10%. Das würde nach meiner Berechnung bedeuten, die hätten in 3 Jahren nur noch das Denkvermögen von Taz-Journalistinnen. Aber es geht weiter bergab. Na, es geht noch viel weiter bergab. Nämlich durch fehlenden genetischen Austausch mit der europäischen Festlandsrasse werden sie zu einem Inzuchtvolk mutieren. Sie werden eine starke Körperbehaarung bekommen. Sie werden schwitzen, stinken und bald werden sie auch Gras fressen. Ja, genauso Gras fressen, wie wir DDR-Bürger in den letzten Schicksalstagen vor der Wiedervereinigung. Aber wir hatten ja Glück. Uns rettete damals die westdeutsche SPD und Claudia Roth, die durch den schnellen Vollzug der deutschen Einheit uns vor dem Hungertod bewahrte. Aber so viel Gnade
haben die Engländer nicht verdient. Ihr Elend wird weitergehen. Und in Deutschland, wo die Pressefreiheit, wie wir alle wissen, unantastbar ist, gibt es natürlich auch abweichende Meinungen, wie mit den Briten nun zu verfahren ist. So schreibt zum Beispiel ein bekannter Journalist eines Nachrichtenmagazins, das ich nicht nennen darf, in seiner beliebten Kolumne mit dem Titel »In Deutschland stinkt's«, ich zitiere, »Sehr wohl sollte die gesamte Frontex-Flotte nach England beordert werden, die Insel ins Schlepptau nehmen und mit der solidarischen Kraft von 1000 Schiffsschrauben diesen schwimmenden Landklumpen mitten auf den Atlantik ziehen. Dort angekommen sollte man das britische Tätervolk seinem gerechten Schicksal überlassen.« Und weiter schreibt er, dieses Vorgehen wäre ein notwendiger Akt der weltoffenen EU zur Sicherung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in unserem gemeinsamen europäischen Haus. Weitere Vorschläge zur Bestrafung der Briten kamen auch von den Rundfunkanstalten, die ich hier auch nicht näher benennen kann. So baten Wetterexperten eines bekannten TV-Senders ihre Führungsoffiziere in USA um Erlaubnis, den hart gesteuerten Unwettersommer in Österreich und Deutschland vorzeitig abbrechen zu dürfen. Denn in der jetzigen Lage sollten alle verfügbaren technischen Kapazitäten gegen England gerichtet werden. Mit der Magnetwellentechnik könnte man fußballgroße Hagelkörner über Great Britain abregnen lassen. Ein Luftkrieg mit Überraschungseffekt, dem die Briten wohl nichts entgegenzusetzen hätten. Bis Anfang Oktober, so rechnen die Experten dieses Senders vor, könnte man mit dieser Methode die gesamte Ernte auf der britischen Insel vernichten. Denkt man mal etwas weiter in die Zukunft, so werden die Briten in circa 10 Jahren sogar den aufrechten Gang verlernt haben. Dann werden sie in ihrer Not irgendwann auf allen Vieren in Brüssel angekrochen kommen, beim EU-Reichskommissar ohne Reich und an der Tür klingeln. Der wird ihnen öffnen, ihnen aber bestenfalls einen Stiefeltritt verpassen und sagen, ihr Rassistenschweine, kommt nicht nochmal in die EU. Verpisst euch doch nach Polen, wenn ihr bei euch nichts mehr zu beißen findet. Von mir kriegt ihr nichts. Ja, das war es, wie gesagt, ein satirischer Ausblick, was die Briten vielleicht noch zu erleiden haben. Eine Sache will ich noch anfügen oder versuchen nochmal den Bogen zu schlagen zu Sachsen-Anhalt. Hier waren ja auch Wahlen, das war ja schon im März. Und da ist es ja wie geplant gelaufen. Die Partei der Grünen bekam die verdienten 5,0000 Periode 1% und schaffte so wieder den Sprung in den Landtag. Nun war meine Idee, wenn man einfach die Brexit-Stimmen hier in Sachsen-Anhalt ausgezählt hätte, wäre bestimmt ein politisch korrektes Ergebnis zustande gekommen und die Briten wären jetzt noch drin in der EU. Ja, danke. Ja, guten Abend. Die meisten von euch werden mich schon kennen. Ich bin Gernot, 53 Jahre alt, gebürtiger Alenser. Und ich möchte mich auch mit dem Brexit analytisch heute beschäftigen. Und ich würde eigentlich gerne anfangen mit den Worten von Beatrice von Storch. Ich hatte Freudentränen in den Augen. Was aber noch viel wichtiger ist, das waren keine Schadenfreudentränen, sondern wirklich Freudentränen, weil erstmals aus meinem Verständnis in der jüngsten Vergangenheit, explizit seit 1989, das Volk wieder einmal für mich eine Revolution, eine friedliche Revolution in Gang gebracht hat. Für mich ist das der Anfang vom Ende. Die EU sagt, die Briten haben uns im Stich gelassen. Ich persönlich und wahrscheinlich auch viele von euch sagen, die haben ein sinkendes Schiff verlassen. Die haben das bei Zeiten verstanden. Sie wollen einfach
ihre Hoheit über ihr eigenes Land wiedergelangen. Und ach, das hört sich eigentlich schon danach an. Sie hatten ja ihre Souveränität schon mal. Wir als ehemalige Ostdeutsche oder selbst überhaupt als Deutsche haben die seit 1949 noch überhaupt noch nicht gehabt. Ja? Also wird es Zeit, dass auch wir darum kämpfen. Ja? Ich bin auch fest davon überzeugt, dass dieser Stein so ins Rollen gekommen ist, dass als nächstes Österreich, man kann das in den Medien verfolgen, Frankreich, die Niederlande, Slowakei, die osteuropäischen Länder ohnehin, denn seit Griechenland ist die EU ohnehin gescheitert. Und mit dieser Kolonialherrenmentalität von Juncker und Tusk und Schulz und wie sie alle heißen, kann das auch nichts werden. Ja, nichts wird sich ändern, wenn das Volk selber nicht den Riegel wieder vorschiebt und seine Souveränität auf diese Weise erlangt. Und wir müssen, wenn ich unseren Möchtegern-Präsidenten wieder richtig verstanden habe, ja, wir sind ja nicht bloß das Pakt, wir haben nicht bloß fehlendes Demokratieverständnis, sondern jetzt sind wir ja auch noch der Mob, den man solche Entscheidungen nicht überlassen darf. Ja. Ich möchte das einfach mal als Haushaltsgeräte-Experte so auswerten. Na klar sind wir der Mob, aber wir sind auch der Mob, der die wegwischen wird. Früher oder später. So einfach ist das. Und wenn Sie das nicht verstehen und nicht vielleicht wirklich noch die Schutzbar haben, selber zurückzutreten, die Junkers und Co., die haben da nichts verloren. Die machen nur noch Lobbyistenwirtschaft in Brüssel. Ich habe die Berichte verfolgt, ich konnte auch nicht gut schlafen, es war sehr heiß, ich hatte Mücken im Zimmer, also habe ich ab und drei diese gesamte Entwicklung verfolgt, ja, wie das vorher alles noch schön geredet wurde, ja, es wird ja nicht so kommen und ja, dann wurde ja auch gesagt, dass zum Beispiel Goldman und Sachs mehrere Millionen investiert hat in die Anti-Brexit-Kampagne. Ja, wenn man sich das mal durchdenkt, was hat denn die Goldman und Sachs Bank in den USA für ein Interesse? Ja, die wollen London nicht verlieren als ihren zentralen Punkt, aber mehr auch nicht. Und wie wird uns Angst gemacht? Das britische Pfund fällt. Wen interessiert denn das von uns? Da können wir in London mal schön shoppen gehen. Ja, für uns wird es doch billiger. Und ob jetzt VW mehr Steuern bezahlen muss, wird uns am Ende nicht kratzen. Die werden immer Wege finden, um wirklich ihr Kapital zu retten, das zu sichern. Und die Briten werden noch weiter gerne deutsche Autos fahren. Uns wurde verklickert, morgen geht die Sonne nicht mehr auf. Kurz danach, als feststand, dass der Brexit durchgeht mit 52%. Das schwankt immer ein bisschen hin und her. Dann hieß es wieder, ach naja, so schlimm ist das ja nicht. Und ach, die Briten, eigentlich haben wir sie sowieso nicht gebraucht, die haben immer nur genörgelt. Also wie, wenn man das verfolgt, wie die sich das doch rückwirkend wieder schönreden, ja, und sich aber trotzdem selber nicht ein Stück in Frage stellen. Da wird bis heute nicht gefragt, warum haben die das getan. Man konnte Berichte sehen, allerdings nicht im deutschen Fernsehen, man muss da noch mal ein bisschen umschalten. Über die Fischer, das Schicksal der Fischer in England. Die haben jahrhundertelang ihren Fisch gefangen, jetzt haben sie Quoten und müssen zuschauen, wie französische Kutter vor ihren eigenen Küsten die Fische wegfangen. Da ist doch völlig logisch, dass die Leute ihre Souveränität, ihre Fangquoten und auch ihre eigenen Gewässer wieder zurückhaben wollen. Das ist alles, das sind die Entscheidungen, die da gefallen sind. Und wenn ich jetzt wieder höre, ja, die Jugend, die hätte der eigentlich völlig anders abgestimmt. Na klar ist das so. Aber die Jugend hat auch keinen Vergleich. Unsere Generation, wir DDR-Bürger, wir wissen, wir hatten schon schlechte Regime, wir haben schon Wenden erlebt, wir haben uns auch schon wohlgefühlt und wir haben ein ganz anderes Empfinden für das, was jetzt gerade wieder passiert. Und da kann man nur zu dem Schluss kommen, dass man mit aller Macht, die zur Verfügung steht, auf friedliche Art und Weise, sich dagegen verwahren muss. Man muss sich wehren. Und das mit jedem Atemzug. Denn es ist eben nichts passiert, sondern der Stein ist im Rollen und er lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Dankeschön. Ja, mir wurde vorhin eine Zeitschrift mit in die Hand gegeben, die heißt Natur und Heilen. Und da ist als Vorwort ein sehr interessanter Artikel, den lese ich einfach mal vor. Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Lasst uns deshalb dem wachsenden Wald lauschen. Wie oft hat der bekannte Quantenphysiker Hans-Peter Dörr diese tibetanische Weisheit zitiert und in seinen Vorträgen betont, dass es ausgerechnet kleine Initiativen von Menschen sind, die die Welt verändern.
Deshalb ermutigt er alle, die von einer guten Idee begeistert waren, mit den Worten: Fangt an! Es gibt sie nicht nur hier in Deutschland und Europa, sondern auch weltweit. Die positiven und zukunftsweisenden Aktionen von Menschen, die nicht passiv zuschauen, wie die gesellschaftlichen Grundwerte überall mit Füßen getreten werden. Siehe auch den Vortrag von Ronny, was hier passiert ist. Zusammen mit Gleichgesinnten bringen wir etwas Neues, Aufbauendes hervor und zeigen damit, jeder kann da, wo er ist, am größeren Ganzen mitwirken und neue Akzente in die Welt setzen. Die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir in Zukunft leben, wird ersetzt durch: In welcher Gemeinschaft wollen wir jetzt leben? Das Miteinander tritt dann unmittelbar in den Vordergrund. Das herausforderndste Projekt wird leicht, wenn man sich zusammentut. Und die Verantwortungsbereitschaft für die Gestaltung einer besseren Welt fördert nicht nur ein aktives Mitdenken und Mitmachen, sondern bereitet zudem auch große Freude. Danke. Und das ist die Zeitschrift Natur und Heilen. Ja, es ist dann wieder um 8 und das heißt, wir sind dann wieder am Ende angelangt, aber nicht generell. Wir stehen hier so lange, wie man uns noch lässt, und ansonsten müssen wir halt im Verborgenen arbeiten. Das tun wir längst schon, dass wir Menschen in unserem Umfeld aufklären, dass wir, wo immer sich das die Gelegenheit ergibt, die Menschen zum Aufwachen bringen. Und das muss einfach fortgesetzt werden, so oder so. Aber ansonsten stehen wir nächsten Montag auch wieder 18 Uhr auf dem Riebeckplatz. Und Sie sind alle herzlich eingeladen, da zu sein, wenn Sie Angst haben sollten, noch immer Angst haben sollten, Ihren Job zu verlieren, weil Sie die Ernsthaftigkeit des Krieges, der vor der Tür steht, noch nicht erkannt haben und was Sie dabei verlieren werden. Aber wenn es denn immer noch so ist, dann können Sie sich gerne auch im Hintergrund aufhalten, vielleicht auch einen Kaffee trinken nachher hier auf dem Marktplatz. Wir sind dann 18.30 Uhr hier auf dem Marktplatz, um dann die Hauptveranstaltung wieder abzuhalten bis 20 Uhr. Und wie gesagt, wer nicht direkt dabei sein möchte, dann bitte da vielleicht im Kaffee. Ansonsten wünsche ich allen Teilnehmern hier eine schöne Woche, eine friedliche Woche vor allen Dingen, und viel Gelingen auch bei Ihren Gesprächen oder euren Gesprächen mit euren Mitmenschen. Und hoffentlich werden wir hier bald mehr und damit auch eine gravierendere Masse. Und noch etwas ganz zum Schluss möchte ich noch erklären. Ich habe die ganze Zeit hier ein Kreuz getragen. Also für alle Ungebildeten, die das jetzt hier fälschlicherweise vielleicht als eisernes Kreuz sehen, das ist ein christliches Symbol, und zwar ein keltisches Kreuz, ein Tribalkreuz. Also steht für Alpha und Omega, Anfang und Ende, und dass das endlos ist. Und ja, es ist absolut ein friedliches Symbol. Kann man aber missverstehen, wenn man eben ungebildet ist. Ich habe es leider in der Stadt mehrfach erlebt in der letzten Zeit. Das ist lustig. Ja, ich wollte zum Schluss auch noch mal was kurz beisteuern. Ich habe hier gerade diesen Film gekauft hier, Rammstein, das letzte Gefecht. Derjenige, der den Film mitgemacht hat, mitgeschnitten hat, wo ist er? Daniel? Da hinten? Ja, genau, könnt ihr ruhig mal klatschen. Ganz guter Mann, der macht super Filme, unter anderem auch den hier, Rammstein, das letzte Gefecht. Und der ist heute mal hier aus Leipzig. Er hat auch die Aktion, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben ja mal hier so eine Satireaktion gemacht, als Merkel zu Besuch war, und haben dort demonstriert als die Merkel-Jugend und haben Merkel gefeiert. Und da hat er auch einen fantastischen Film gemacht. Ich glaube, 30.000 Mal ist er schon angeschaut worden, jetzt vielleicht noch mehr. Wunderbar geschnitten, also ein guter Mann, und kann ich nur empfehlen, also wer möchte, kann sich diesen Film holen, und zwar bei Nuoviso. Nuoviso ist ein alternatives Portal, wo es auch eine Nachrichtensendung gibt und auch viele Interviews, teilweise auch ja wirklich alternativ mit Leuten, die auch in die Esoterik-Richtung gehen, auch so über Pyramiden und Kornkreise und so weiter, aber eben hören die sich auch die andere Seite in der Politik an. Und was ich ganz besonders an Nuoviso schätze, ich höre mir die alle an, ich höre mir ja auch Kompakt TV an und KenFM und so weiter. Aber während KenFM in die eine Richtung so ein bisschen einseitig guckt und andere Stimmen so vorsichtig ausblendet und Kompakt TV so in etwa in die andere Richtung das Gleiche macht,
versucht Nowiso wirklich mit beiden Seiten gleichwertig zu reden. Und das finde ich ganz wichtig und ganz richtig. Und darum sollte man das unterstützen. Ja, und zum Schluss, also möchte ich nochmal meinen Dank ausdrücken an alle, die hier sind, immer wieder. Und wir sind hier ein kleiner Haufen, aber wir sind wirklich die verrücktesten und die aktivsten Leute hier in diesem Land. Das muss ich wirklich nochmal so sagen. Bilderberger in Dresden, das waren die Hallenser, die die Stadt gerockt haben und nicht die Pegidianer. Die Hallenser waren das. Und jetzt in Sebnitz das Gleiche. Und auch wenn man sie immer wieder in irgendwelche Schubläden tun will, das wird ihnen nicht gelingen und das wird in Zukunft immer schwerer werden, weil wir es ihnen auch schwerer machen werden, weil wir immer wieder demonstrieren werden, dass wir nicht in diese Schubladen gehören und dass wir wie in, ja viele waren ja dabei, in Dresden sind wir mit Arbeiterkampfliedern durch die Stadt gezogen, mit einem Megafon und haben mitgesungen und wir waren textsicher, weil wir nicht in diese Ecke gehören, in die uns schieben wollen. Aber vielleicht gehören wir auch nicht in die andere, vielleicht sind wir einfach nur Menschen, das ist gut so und ich freue mich jede Woche euch wiederzusehen. Vielen Dank.